Hallo und willkommen zurück bei The Elder Scrolls Online. Was machen wir? Uns erstmal die Schriebe holen. Würde ich sagen. Ist halt leider immer das Gleiche, aber das bringt uns halt immer viel. So, aber wir gehen dann erst trotzdem die. Nein, ich möchte bitte. Ja. Die Relikte von Yasamidan holen. Und die waren ganz oben links, oder? Wieder? Wenn ich mich recht erinnere. Ja, so, dann reisen wir jetzt zum Wegschrein von Gnisis. Werden uns dann unseren Weg bahnen. So, dann schaue ich mal, gehen wir durch Gnisis vielleicht durch. Ich weiß, meine Waffe ist entladen. Muss ich ja auch noch schauen, wo ich mal Seelensteine herbekomme und die dann fülle. Das muss ich noch nachsehen. Ah, was mache ich denn heute? So. Unter meinem letzten Video habe ich ein paar wertvolle Tipps erhalten. Von. Ich hoffe, dass man das auch Microwave ausspricht. Das weiß ich leider nicht. Und die versuche ich natürlich umzusetzen. Wie man sieht, habe ich unten die Leiste ein bisschen aufgeräumt, dass ich den. Hier eine Himmelsscherbe. Hier. So. Ja, wie man sieht, habe ich da ein bisschen aufgeräumt. Und versuche die Tipps und Tricks ein bisschen umzusetzen. Wie gesagt. Dauert immer bei mir ein bisschen. Wenn ich mich damit richtig auseinandersetze und dann klappt das auch. Wir gucken kurz. Ja, hier, das habe ich jetzt, weil das erst ab weniger als 25% 300% zusätzlichen Schaden, habe ich das mal nach hinten gemacht, damit ich das nicht, vielleicht nicht immer so oft benutze. Und das hier auch, das benutze ich ja eigentlich ganz gern. Wegen Lebenskraftrauben, bla bla. So, genau, dann habe ich nur die dann nach vorne gesetzt und das war es eigentlich schon. Und hier habe ich eigentlich gar nichts geändert, weil ich das ja eh selten brauche. Und ich glaube, das ist soweit ganz okay. So, wir haben ja schon wieder zwei Himmelsscherben. Dann haben wir schon wieder bald einen Fertigkeitspunkt. Oh, ich habe aufs falsche Dingens. So. Also wie man merkt, ich bin heute wieder sehr unkonzentriert, wie immer. Weil, ja, heute ist Samstag.
Ich muss noch die Sachen packen. Ich muss jetzt noch aufnehmen. Und so weiter und so weiter. Deswegen bin ich ein bisschen durch den Wind. Oh, ein... mit. Ich habe manchmal das Gefühl, oh, wir schauen mal da, ob es eine Rune drin ist. Ich habe manchmal das Gefühl, man macht Quests doppelt, aber wahrscheinlich kommt es mir nur so vor, weil es oft das gleiche ist. Ich weiß, die Runen, die dann farbig gekennzeichnet sind, könnte ich mitnehmen, weil die dann ein bisschen besser sind. Aber ich arbeite hier eigentlich gerade aktuell noch zu wenig mit denen. Ich kann irgendwie... So. Oh, kann ich da gar nicht durch? Okay. So, wie ihr seht, versuche ich das auch so einzusetzen. Ich setze jetzt hier, das ist ja, liegt ja jetzt auf der 5, diese Mörderklinge, wie die heißt. Und ich versuche jetzt, die auch so einzusetzen, wie es sein sollte. Aber, wie gesagt, wenn ich mitten in den Kämpfen drin bin und so, da denke ich da einfach nicht wirklich dran. Dann drücke ich da drauf und gut ist. Und ich bin halt, ja, bin halt auch nicht so der Profi. Ich spiele ja immer aus Spaß. Aber ich habe ja gesagt, Kritik ist immer gerne gesehen, wenn sie mir was bringt. Andere natürlich auch. Kommt drauf an, wie man was sagt, ne? aber ja. So, wie gehen wir jetzt am besten? Ist egal, ob wir jetzt nach rechts gehen. Nach Gnisis wieder. Kann ich keine Pause machen? Haben wir die schon? Okay. Haben wir wohl schon. Okay. Ich suche hier einfach nur noch eine Jora-Rune. Ach, dann nehme ich die mal mit. Egal.
Oh ja, mein Lieblingswetter. So, sind wir theoretisch schon dran vorbeigelaufen. Da oben können wir auch nicht rum, oder? Na doch. Okay. Gibt's hier noch irgendwelche Quests mitzunehmen? Oder anzunehmen? Ich glaube nicht. Kehren wir jetzt dahin zurück. So. Ja, bei dem Sorim bekommen wir jetzt auch eine neue Quest. Wieder mal. Eine Jagdquest. Hört ihr den Ruf der Die Fremdländerin. Unsere Späher berichten von einer Wanderung von Zunderfliegenstock-Golems bei unserem Lager im Südosten. Zu solchen Herden gehört oft ein größerer Stock-Golem, wie man ihn unter ihresgleichen nicht gewaltiger kennt. Unter diesem Haufen hier war der sich windende Sweet. Eine Beute, die einer jeden Jägerin würdig ist. Wo finde ich den sich windenden Sweet? Sucht nach den Zunderfliegennestern nordwestlich von unserem Lager bei Nechuleftingt. Stört die Nester, dann wird der sich windende Sweet schon irgendwann auftauchen, um sie zu beschützen. Okay. Seid nur auf... Ich merke schon, dass unsere Partnerschaft sehr profitabel werden könnte, sobald unsere Verbindungen sich vertiefen, Fremdländerin. Also, was habt ihr mir gebracht? Hier sind die Relikte aus dem Schrein. Dank euch wird die Verehrung von Merones Dagon auch für künftige Generationen gewahrt bleiben, wenn alle Dunkelelfen bereitwillig zum wahren Glauben zurückfinden. Verglichen mit dem Dienst, den ihr geleistet habt, ist diese kleine Belohnung geradezu unbedeutend, Fremdländerin. Dankeschön. Ihr ehrt die Oshilaku mit eurer Begeisterung. Aber so. Kennt ihr Melkashishi? Ja, einen da waren wir doch erst. Einen Schrein des Fürsten des Wahnsinns? Die meisten machen einen großen Bogen darum. Aber gelegentlich versammeln sich dort Kultisten. Sie begehen in Sheogorats Namen lästerliche Akte und bringen Schande über einen ehedem heiligen Ort. Wir finden das unerträglich. Die Ruinen liegen im Norden, östlich von der Westscharte. Geht dorthin, macht dem Kult ein Ende und treibt dem Haus des Chaos seine Verlockung aus. Bringt alle Relikte, die sie aus dem Schrein entfernt haben, zu mir zurück, damit ich sie sicher verwahren kann. Aber die Melkashishi-Relikte, die hatten wir doch erst. Macht man die echt doppelt? Ach Gott, da habe ich keine Ahnung. Das ist doof. Ich möchte jetzt nicht ständig wieder diese Relikte sammeln und doppelt noch machen. Das möchte ich nicht. Ich meine, hier auf den sich windenden Sweeten kennen wir noch nicht, aber... Aber das andere kennen wir doch schon. So, was war denn überhaupt in dem Geschenk? Ring der Kriegsjungfer. Und Aschtuch. Nehmen wir alles. So. Das ist ja doof. Ich muss mal wieder in größere Städte, damit wir vielleicht ein paar Quests bekommen auch. Dann schauen wir doch mal nach dem Sweet. Gehen wir dahin.
Oh, da war ja was dafür. Wujewus. Wo ist der eigentlich? Auf der Karte. Kann ich doch mal gucken, ob wir da mitmachen, schnell. Nein, ich bin blöd. Hier, Sieg Wujewus. Wo ist der denn? Auf der Karte zeigen. Das sind wir. Oder können wir mitmachen? Plus. Oh jo. Wir probieren's. Ist da eigentlich auch eine schnellere Variante, dahin zu reisen? So, Moment, ich gucke jetzt gerade, welches ist denn das jetzt? Sieht wo, Jungs, ist das hier? Okay. Macht er da auch mit gerade? Sieht so aus. Sieht so aus, sieht so aus. Okay. Also ich weiß, die anderen haben jetzt viel mehr gemacht als ich, aber ich bin so mega aufgeregt immer. Gott. So, aber wir haben das jetzt endlich mal gemacht. Ja, ja, schlechterin jetzt nicht wirklich, aber gut. Egal. Mal Karte zeigen. Ah, ja. In Webeck. Super. Dann können wir doch noch direkt den Sweet holen.
weiß, wenn die explodieren, kann ich da auch weggehen, aber... Schon wieder Wojewus? Ich brauche eine Jora-Rune. So. Stolo-Ahnengrab. Haben wir das schon gehabt? Vielleicht. Können wir dann eigentlich auch noch reingehen? Bringt zerstörte Fliegennester. Okay. Aber ich soll die ja nur zerstören, oder? Bin ja jetzt da mittendrin. Okay. Ist es er? Okay, dann warten wir noch kurz, bis die Ausdauer wieder hergestellt ist. Dann hoffen wir, dass wir es schaffen. Hier ist irgendwo Nierenwurz. Hier. Hallo. So. Hat ja sehr gut geklappt. Das liegt halt an der Feuerresistenz. So. Ein Stückchen nach links und dann sind wir schon fast wieder beim Wegschrein. Dieser Dabdil, wo ist der denn überhaupt? Das weiß ich gar nicht. Salutan, aber Dabdil hatten wir auch schon irgendwo, oder? Den habe ich aber nicht auf der Karte. Könnte der, ich weiß nicht, ob das der in der Nähe von Balmora ist. Jetzt sollen wir noch die Relikte holen, schnell. Haben wir das gemacht? Oder? Ja. Ich habe jetzt auch übrigens gefunden, wo ich diese
DLCs wieder aktiviere und so weiter. Da können wir ja auch mal schauen, ob wir Lust haben, da mal eins davon zu machen. Aber da frage ich natürlich auch euch, ob ihr Lust darauf habt. Weil für zum Beispiel die Dunkle Bruderschaft müssten wir an die Goldküste und so weiter. Also wir müssen dann schon woanders hin. Deswegen frage ich dann euch, ob ihr da auch Lust drauf habt. Aber das schauen wir dann. Ja. Demnächst. Ach, du bist das. Kommst jetzt bis hier extra, bis hierher. Ne. Tschüss. Hier war doch so ein Kästchen, was ich letztes Mal nicht aufmachen konnte, oder? Kann ich das jetzt öffnen? Nee, wieder nicht. Vielleicht geht's halt einfach nicht. Komm ich jetzt da wieder raus? Danke. Da sind wir auch letztes Mal schon lang gelaufen. Die Relikte von Melka Shishi. Ja, ich weiß. Hallo? Nein. Oh, jetzt habe ich so einen Heiltrank getrunken, ich Idiot. Ich bin doch blöd. Ja, also das haben wir, glaube ich, letztes Mal sogar schon gemacht. Also direkt in der letzten Folge, der vorherigen. Ach, blöd. Was mache ich jetzt nicht jedes Mal? Dann lasse ich die erstmal. Ich weiß, dann kriegen wir bessere Sachen dann in den Belohnungen, aber... Ist halt erstmal langweilig sonst. Sag mal, wo sind die denn alle? Hallo? Wo sind die denn alle? Es sind doch immer so mega viele. Das ist jetzt blöd. Haben wir jetzt 5. Das habe ich nicht verdient.
7. Ja, man merkt doch wieder meine Verpeiltheit heute Morgen. So, wenn ich dann halt so eine Quest zweimal machen muss oder so, keine Ahnung, ich habe schon gedacht, ich wäre blöd. Nein, die haben wir schon gemacht gehabt. Jawohl, das haben wir. Wo komme ich denn jetzt zum Wegschrein? Wieder zurück. Was war das denn gerade für ein Geräusch? Komisch. So, dann jetzt wieder hier zurück nach Altruhn. Aha. Könnt ihr an Liste aller für euch verfügbaren Kapitel und DLC-Erweiterungen in eurer Sammlung unter Erzählungen einsehen. Ja, danke, dass ich den Tipp jetzt bekomme. Habe ich aber auch dann selbst rausgefunden. Das ab. Wenn ein Jäger hier ist die Trophäe. Eine Trophäe. So. Ich merke schon, dass unsere Partner hier Relikte. Ihr habt meinem Stamm. Dankeschön. So. Wie immer Ring des Schänders oder fast immer Jagdführer, Ring des Kriegerpoeten. Ja, das können wir ja immer gebrauchen. Und jetzt. Genau, mit Tirvina Avani noch sprechen. In Liebeck. Hier hin. Ladebildschirm, bitte. Ach komm schon, was? Hallo? Warum dauert das so lang gerade?
die Orientierung wieder gewinnen und dann geht's los. Oh, eine neue Quest. Da gucken wir gleich. Wo ist das? Finde ich jetzt hier Wiener? Hier? Ja! Hallo, ich hab's endlich geschafft. Lasst mich raten, ihr seid weggelaufen. Das kann ich euch ehrlich gesagt schlecht vorwerfen. Ich habe mich um den Hunger gekümmert. Ihr habt es tatsächlich geschafft? Ja, ihr gut. Habt den Hunger besiegt? Ich werde ehrlich sein, das hatte ich nicht erwartet. Ja, hat doch lange genug gedauert. Danke für eure Hilfe. Wir werden sicher wieder an euch herantreten, falls irgendwelche anderen grauenhaft grotesken Kreaturen auftauchen. Vielleicht sollte ich anfangen, was für meine Bäckerei zurückzulegen. Gott, jetzt. Also, ich muss auch gleich was gegen meinen Hunger tun. Und jetzt sprechen wir noch mit Trilam Rindo. Wo finde ich den denn? Höher. Finde ich den? Was ist das hier? Halle der Gerber und Bergarbeiter, Halle der Bauern und Arbeiter. Okay. Wo finde ich dich? Gehen wir mal in den Außenbereich. Gehen wir mal in den Außenbereich und schauen da mal. So, tiefer. Also jetzt heißt es tiefer. Eben höher, jetzt tiefer. Okay, wo sind wir? Tiefer, höher, tiefer, höher. Können wir hier runter, bitte? So, hier. Hallo. Dame voll der Gnade, vergib und schaut mich nicht an, Fremde, denn ich bin sicherlich verflucht. Gier hat mich geblendet und unschuldige Leben haben gelitten. Und dennoch blieb ich verschont. Vielleicht soll diese nimmer endende Schuld meine Strafe sein. Was stimmt nicht? Wir haben tief im Aschland, unweit von Kogorun, ein Relikt gefunden. Und es an einen Tempelhistoriker hier in Vivek verkauft. Jetzt ist er tot und seine junge Assistentin auf der Flucht, weil sie wegen Mordes gesucht wird. So ein liebes Mädchen. Was, wenn das Relikt sie dazu getrieben hat? Ihr glaubt, das Relikt, das ihr gefunden habt, hat sie zu einem Mord getrieben? Es ist nur so ein Gefühl. Dieses Relikt strahlte eine gewisse Macht aus. Als ob es mich dazu treiben wollte, es hierher zu bringen. Das klingt verrückt, aber ihr Bruder hat mich aufgesucht. Er schien überzeugt davon, dass das Relikt die Ursache für ihr Verschwinden und seine Herkunft der Schlüssel zu ihrem Ziel war. Vielleicht mache ich mich nach Norden auf und versuche, sie zu finden. Die Aschlande sind ohnehin schon gefährlich, doch in der Nähe Kogoruns ist etwas faul. Lasst euch... Okay, dann... Ich da. Nee. Okay, das sehe ich jetzt hier nicht. Wahrscheinlich nur die, die ich von hier habe. Oder für hier. Kann ich da runter? Ohne dass ich dann 1000 Meter schwimmen muss. Kann ich da rüber springen? Hui! Nein, kann ich nicht. Verwandt. Ah. Okay, dann schwimmen wir ein Stück. Oh, was wird da denn? Da ist so ein Fundament gebaut, ne? Ach so.
sehen wir das auch hier. Feuerstelle, Schneidertisch, der Lederer, ein Koch, ein Brauer, Gepäckhändler. Gepäckhändler? Da können wir doch mal hin. Das machen wir dann nächstes Mal. Ich würde sagen, ja. Danke mich fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.